Einen wunderschönen, seid gegrüßt oder moin. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir machen das nächste Video Roadmap, die nächste Fabrikanlage, die ich euch vorstellen möchte, die für mich sozusagen fertig ist. Zumindest in der aktuellen Version. Und wo ich eine Blaupause entstehen lasse, deswegen kommt hier immer diese Roadmap dazu. Das sind so für mich Industriekomplexe, wo ich eine Blaupause fertig produziere. Und die dann auch hochlade, wenn die jemand haben möchte oder hochladen kann. Die aber für mich direkt weiterverwenden kann und nicht immer wieder Anlagen komplett neu bauen muss, sondern im Grunde die Anlagen, die ich jetzt schon habe, im Grunde nur Copy und Paste machen kann. Und dann kommt die irgendwo an einen anderen Platz. Und ich muss mich da nicht nochmal quälen mit bauen. Und heute ist die Steinfabrik dran, beziehungsweise die Betonfabrik. Und die steht... Ah, hier, Biomassegeneratoren. Die steht da unten. Das sieht ja doof aus. Das können wir so nicht lassen. Das können wir so nicht lassen. So. So, wir sind hier oberhalb meiner Steinmine. Ja. Und hier ist meine Steinfabrik. Beziehungsweise meine Betonfabrik. Ich gucke mal von der anderen Seite, wird es ein bisschen besser. Wir sind auch hier, damit man sich orientieren kann, auf dieser Seite. Also wir haben hier angefangen. Jetzt sind wir hier. Und bauen uns, vergrößern uns hier immer mehr. Und da ist sie. Meine Betonfabrik. Ja, sind mehrere Konstruktor drin, aber das alles mal langsam. Und zwar folgendermaßen. Hier ist unsere Eisenerzmine. Die unter... nicht Eisenerz, sondern Stein. Also Kalkstein wird hier sozusagen gefördert. Das läuft hier rein. Da gucken wir gleich mal rein. Zack. Einmal ducken. Kommen hier rein. Wird aufgeteilt in drei Fenster oder wird insgesamt dreifach geteilt. Und geht dann hier einmal schön rein. Ich sehe gerade, ich habe noch gar nicht die neuen Platten genommen. Das neue Fließband. Das ist mittlerweile freigeschaltet, das können wir noch machen. Die MK2-Fließbänder. Noch lief es hier eben auf MK1-Bändern. Brauchen wir gar nicht mehr. Sondern wir können hier mittlerweile MK2-Bänder verwenden. Ja, das kann man natürlich auch mit dem Fahrstuhl machen. Macht ja keinen Sinn, wenn nur die Fließbänder schneller laufen und die Förderbänder, aber also die Fahrstühle dieser Förderlift immer noch nur langsam läuft. Und jetzt läuft es nämlich noch schneller. Auf jeden Fall, es wird dreimal aufgesplittet. Ihr seht es hier schon, hinter der Wand sind wieder drei Konstruktor, die dafür sorgen, dass der Beton, der fertige Beton, produziert wird. Und hier sind wir schon drin, eine Etage höher, kommt hier alles rein. Ja, man sieht das hier. Können wir auch hier nochmal umbauen. Das hatte ich noch gar nicht eingerichtet. Meine Platten sind gleich leer. Meine verstärkten Eisenplatten sind gleich leer. Muss ich da nochmal nachfüllen. So, jetzt sind sie alle. Na gut. Passiert. Also wie gesagt, hier drei Konstruktor, die dafür sorgen, dass Kalkstein zu Beton verarbeitet wird. Ja, relativ simpel. Könnt ihr auch den Kalkstein, den Knapp, den wir gleich noch mit reinschmeißen. Geht dann wieder hier raus. Ja, weil, ihr seht, ich habe es relativ kompakt gebaut, dass ich hier ganz viel noch daneben stellen kann. Und geht hier sozusagen ins zentrale Lager. Aber wie das da hinkommt, das zeige ich euch kurz. Mal gucken, ob ich da so schnell wieder hinkomme. Gut. Ja, jetzt sind noch die alten Förderbänder. Zack, drücken, dann komme ich nicht durch. Komme ich durch? Komme ich durch? Nee, ich komme nicht durch. Nein, ich komme nicht durch. Ich muss außen rumlaufen. Schade, schade, schade. Na gut, muss ich halt außen rumlaufen. Sollte ich vielleicht bedenken für das nächste Mal, wenn ich hier weiterbaue, dass ich da vielleicht cleverer bauen muss. Ja, also wie gesagt, Konstruktor schmeißen den Beton auf der anderen Seite heraus. Hier kommt's rein. Auf der anderen Seite geht's dann wieder raus. Hier sind sozusagen die Fahrstühle. Und ich habe extra hier mal eine Tür reingelassen, damit ich genauso irgendwas machen kann, dass ich die Förderbänder neu machen kann. Denn hier gehen alle, kommen alle drei wieder an. Laufen hier einmal komplett durch. Ah, hier eine wunderschöne Welle gebaut. Für den Künstler, Wahnsinn. Und läuft dann hier rein und oben ins Lager. Aber hier kann ich mitfahren. Lass mich mitfahren. Zack. Oh, ich bin zu dick. Ich bin zu dick. Ich bin zu dick. Ich komme nicht rein. Oh. So, jetzt geht's aber. So, und läuft hier wieder rein. Und ist dann hier in dem Container drin. Und wird erstmal hier gesammelt. Ich habe da noch keine
Idee, oder ich habe schon ein paar Ideen, aber ich weiß noch nicht, wie ich es am dümmsten mache. Und mein Ressourcenlager aufbaue, was ich dann halt für den Hub oder die Rohstoffe für den Hub oder halt den Weltraumlift, der dann hier hinkommen wird, benötige. Ich weiß noch nicht, wie ich das am besten und am dümmsten baue. Es wird wieder so eine Art Lager geben, diesmal kein Zentrallager, das wird woanders hinkommen. Aber ein Ressourcenlager, was ich regelmäßig brauche, das wird hier hinkommen. Und wie gesagt, das ist meine kleine Betonfabrik. Klein und fein und niedlich. Und wie gesagt, ich kann sie als Blaupause relativ schnell hochladen bzw. fertig verarbeiten. Die hat relativ wenig Teile, ist kompakt, das ist sehr gut. Und damit kann man sie schnell eintüdeln und woanders zum Beispiel wieder hochladen und da fertigstellen und den Betrieb nehmen. Ist aber auch relativ einfach gebaut, also es gibt im Grunde einen Zugang. Eine Mine kann drei Konstruktor versorgen und das Ganze mit MK2-Bändern geht einwandfrei, ohne Probleme. Beton kommt gut an und ja, kann man machen. Das halt sozusagen zur Betonfabrik. Und das nächste Mal gehen wir dann in dieses Gebäude hier drüben. Das ist noch nicht ganz fertig. Da fehlt noch eine Fabrik bzw. eine Produktionsanlage. Da ist meine Eisenerzmine und da kann man sich hier stecken. Hier wird ganze Eisen produziert, sozusagen die Eisenprodukte, die man von Anfang an braucht. Aber das dauert noch ein bisschen, bis das Ganze fertig ist, weil da fehlt, wie gesagt, noch eine Maschine. Und das zeige ich euch im nächsten Video. Bis dahin ist das auch alles fertig und ich freue mich auf euch. Wünsche noch einen schönen Tag, genießt es. Bis dahin, macht's gut.